So, ich bin jetzt immer noch auf der IMOD und zwar bin ich jetzt halt einmal bei den bayerischen Motorenwerken, ganz selten in meinem Fall, und zwar bin ich beim Tommy Wagner. Und Tommy, grüß dich, ich sage mal hallo und herzlich willkommen in unserem Video. Bist du zufrieden soweit mit der Messe? Ich bin sehr zufrieden. Es ist eine Premiere hier tatsächlich auf dem Messegelände zum 30. Geburtstag von der IMOD. Und ich muss sagen, wow, das ist richtig gut. Oh, komm mal her. Ja, wir haben ja einen wahnsinnigen Andrang gestern am Freitag und heute auch gehabt. Das ist ja wirklich brutal. Du, Tommy, jetzt muss ich dir ein bisschen überfallen. Das hat den Hintergrund, die Community fragt mich relativ viel über die BMW. Und auch ich mache natürlich viele Beobachtungen aus der IDM und so weiter. Warum ist denn jetzt eigentlich die BMW, speziell die Doppel-R S1000, also die K67, auch so erfolgreich in der IDM gewesen? Hast du dafür eine Erkenntnis oder hast du irgendwas, was wir nicht wissen? Also sagen wir mal so, wir hatten ja mit der K46, mit der Vorgängerin schon eine Sensation. Das war ja wirklich aus dem Stand das Superbike. Und die K67 ist im Prinzip trotz anfänglicher Schwierigkeiten tatsächlich die Fortsetzung. Also das Motorrad hat ein Gesamtpaket. Das ist in keiner Weise irgendwo extrem gut, aber es ist als Gesamtpaket einfach weich und harmonisch zum Fahren und hat natürlich eine Spitzenleistung, wo die anderen Kollegen einfach mal wirklich drauf schnuppern müssen. Und das ist ja in unserer IDM bzw. in der Stocksport ein Thema, wo du sagst, du kommst mit einem Serienmotor schon sehr weit vor und natürlich gepaart mit dem Handling und der Fahrbarkeit von dem Motorradl. Das ist das Geheimnis von der K67 bzw. K66. Würdest du jetzt speziell, wenn wir das jetzt im Vergleich setzen zu einer Yamaha, sage ich jetzt einmal, klar, da ist natürlich die BMW deutlich an Leistung im Vorteil, das glaube ich ist kein Geheimnis nicht, aber jetzt halt vom Gesamtpaket, wenn wir jetzt einmal das Turning und die Elektronik mit einbeziehen, sagst du da die BMW mit der Yamaha gleich oder ist das da schon auch noch mehr Fortschritt bei der BMW? Ja, da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, dass die Yamaha da tatsächlich jahrelang vorne war. Also die waren besser von der Elektronik. Ich denke mal aber, dass wir jetzt mit der K67 tatsächlich gleichgezogen haben. Jetzt natürlich das 23er Jahrgangsmodell wäre tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen davor zählen. Also da muss man Yamaha echt loben. Das haben die besser gemacht bei mir und da haben wir immer wieder nachbessern müssen in der Elektronik. Das ging standardmäßig nicht so gut. Aber nochmal, mit der 22er haben wir schon mal nachgelegt und jetzt mit der 23er wird es nochmal besser. Und wo siehst du da momentan Honda? Ich meine, die Firma Holzhauer hat natürlich viel gearbeitet im Bereich der IDM. Man hat die Köpfe geraucht. Jetzt ist ein Fahrer von BMW zu Honda gegangen, Florian Alt. Da kann man ja jetzt halt munkeln, was dabei rauskommt. Was denkst du, wo siehst du Honda heuer? Also das wird eine ganz heiße Nummer. Wir haben es ja letztes Jahr bei der IDM gesehen. Das Motorrad ist nicht einfach zum Fahren. Das hat Potenzial, das ist irre. Das ist ganz klar, aber es ist wahnsinnig viel Arbeit mit der Honda. Und mit dem Florian Alt, da kann man nur die Daumen drücken, weil es ist ein begnadeter Fahrer. Das muss man auch neidlos anerkennen. Aber so ganz leicht wäre sie nicht da mit der Honda, außer die haben über den Winter irgendwas gefunden, was wir nicht bewerten können. Und das wird der Holzhauer sicherlich kennen. Aber es wird schwierig. Es wird nicht einfach mit der Honda. Das glaube ich. Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Das würde mich nur noch interessieren, weil du sagst, die Honda ist nicht so leicht zum Fahren. Was denkst du, ist da aus fahrtechnischer Sicht die Honda eben ein bisschen schwieriger? Also man kann es jetzt nicht hundertprozentig bewerten aus meiner Sicht, weil ich habe halt gesehen, wie die Leute arbeiten und wie sie sich werden, dass die das Ding ums Eck rumbieren, machen wir es mal so. Leistungsmäßig war es selber Elektronikthema bei der Honda ganz, ganz weit oben und auch sehr, sehr kostenintensiv. Und deswegen haben wir nicht die breite Masse für die Honda als Fahrer. Und nochmal, sie kostet halt auch ein bisschen viel Kraft. Also mehr wie die BMW, eindeutig. Ja, also kann man beobachten, absolut, absolut klar. Ja. Man sagt viel BMWs. Jetzt werden natürlich die Zuschauer unten in das Video reinschreiben und auf die Frage, die greife ich jetzt vor, wenn die BMW denn so einen Erfolg hat in der nationalen Meisterschaft, was ist denn in der Weltmeisterschaft? Autsch. jetzt wird's schwierig. Also sagen wir mal so, da oben ist die Luft so dünn und trotz am Scott Redding, der ja wirklich auf der Ducati gezeigt hat, was er konnte, wir haben Top-Fahrer, aber wir sind tatsächlich noch diese 2-3 Jahre hinterher, wo uns die anderen Teams im Vorsprung sind. Das muss man, glaube ich, der Ehrlichkeit halber sagen. Und nochmal, die Luft da oben ist verdammt dünn und da muss alles 102%ig passen. Da reicht ja nicht 100%ig. Und man hat es ja jetzt auch wieder gesehen in Australien, wo es losgegangen ist. Schwieriges Thema, ganz schwierig. Wir kommen tatsächlich mit der Leistung allmählich da hin, wo wir hinwollen. Aber nochmal, das Gesamtkonzept ist nicht so rund wie jetzt nach unten hin, weil natürlich in der Superbike viel, viel mehr Modifikationen möglich sind und natürlich bei den Teams, bei den anderen auch viel mehr Erfahrung zu dem Thema vorhanden ist.
Okay, ich sage mal, das war auf jeden Fall interessant. Das war ein absoluter Insider aus dem Motorsportgeschehen, der selber noch sehr aktiv Motorrad und auch sehr schnell Motorrad fährt. Die ein oder andere Runden haben wir schon unabsichtlich zusammengefahren. Und ich bedanke mich da auf jeden Fall ganz herzlich bei euch beim Zuschauen und beim Tommy. Tommy, ich wünsche dir noch viel Erfolg auf der Messe. Vielen Dank. Wunderbar, Dankeschön fürs Interview.